Hallo und herzlich willkommen zu Dark Souls 2. Und zwar spielen wir die zweite Episode vom DLC. Und zwar ist das Throne of the Old Iron King. Und um dahin zu kommen, sind wir jetzt hier im Eisenschloss. Hier haben wir gegen den alten Eisenkönig gekämpft. Und dann müssen wir jetzt hier runter zum Urleuchtfeuer. Und da haben wir nämlich hier eine Tür. Und hier ist das Portal, mit dem wir in das DLC-Gebiet kommen. So, dann wollen wir mal rein. So, ja, dann haben wir ja einen Eisenschlüssel haben wir bekommen. Und mit dem können wir jetzt diese Tür öffnen. Dann wollen wir mal schauen, was uns hier erwartet. Okay, steht hier wie ein Traum. Na gut, mal sehen, ob das wie ein Traum wird hier. Auf geht's. Eine Nebelwand. So. Hallihallo. Okay. Sieht ein bisschen anders aus als das letzte DLC-Gebiet. Dann lobt da die Sonne. Da. Verdammt teuer. Okay. Müssen wir ein bisschen umgucken. Noch bestimmt gleich auf. Was gibt's hier? Schmelzerkeil mal 6. Was ist das? Hier, Schmelzerkeil zerstört den Aschegötzen. Aha. Na gut, okay, mal gucken. Mal gucken, was das heißt. Stehen wir doch nicht auf, die Jungs hier, die haben keinen Bock. Ja, so wie es aussieht, müssen wir wohl hier über diese Kette rüber. Hält sich aus und dann Vision von Verzweiflung. Rüberpilgern. Ja, nicht wundern, wenn hier auf der Kette einem schon ein Gegner entgegenkommen würde. So, heil angekommen. Nebelturm, wir haben auch gleich ein Leuchtfeuer. Die bieten sich auch gleich ein paar Leute an. Erstmal das Leuchtfeuer aktivieren. So. So, wo geht's jetzt hier weiter? Keine Gegner zu sehen. Okay, doch. Oh. Ich kann die gar nicht anvisieren. Ah, dafür braucht man also den Schmelzerkeil. Alles klar. Finde von dem. Seele der Aschebraut Nadalia.
Okay. Hier geht's so runter. Kommen wir da nicht wieder hoch. Kann man den irgendwie aktivieren? Hi, da war der erste Gegner. So, der erste Gegner wäre besiegt. Wo ist der Jungs hier? Dämmerungskraut. Ich würde eigentlich gern nochmal zum Leuchtfeuer zurück und da oben nochmal das abgeben. Das machen wir jetzt, glaube ich, noch. Bevor wir jetzt hier unten weiterlaufen. So, dann haben wir hier hinten noch gar nicht alles durchsucht. Ich wüsste auch gerne mal, ob man den Fahrstuhl irgendwie aktivieren kann. Hier ist ja eine Kette. Führt anscheinend hin. Das ist auch nicht. Okay. Jetzt hier noch irgendwas? Ring der Geschicklichkeit, das war jetzt eigentlich nicht gewollt, aber gut, nein. Ring der Geschicklichkeit, können wir uns auch gleich mal angucken. Na, wo ist der jetzt? Ach hier, erhöht die Geschicklichkeit. Sonst nichts weiter, okay. Warum sind denn hier eigentlich und hier noch ein Boss oder was? Also, wir werden das herausfinden. So, dann können wir wieder runter.
Wow, das war mal knapp gerade. So, habt ihr noch weitere Runde? Ja, schon, aber wir springen es hier irgendwie. Wenn wir rüberhüpfen, das wird, glaube ich, nichts. Okay. Also hier rein. Hier haben wir. Ach, da ist er wieder. Der Google. Komm her. Na gut, dann werden wir erstmal hier unten weiter. Auch schon den nächsten beiden. Oh! Challenger 2. Drei gleich. Weg, 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 weg. Oh ja, gleich mal daneben gehauen hier. Ah, okay, alleine war der bedeutend einfacher. So, aber den haben wir und jetzt ist bloß noch einer da. So, den haben wir auch. Sehr schön. Okay, der hat was fallen lassen. Das haben wir. Große Seele eines stolzen Ritters. Sehr schön. Na, steht hier. Wie ein Traum. Mal hier lang gucken. Vielleicht noch einer aus dem Boden hier. So, hier liegt noch was. Rötliches Wasser. Das sieht aus wie ein Schmelzerdämon oder sowas. Ach, das ist schon wieder so ein. Dafür haben wir ja diese Dinger gekriegt hier am Anfang. Okay. Hier noch irgendwas? Dann mal abtasten. Nein. So, da geht eine Leiter runter. Hätten wir ja da. Vorhin sagte, da müssen wir vielleicht eine Ruhe rücken. So wie es aussieht, müssen wir diese ganzen Götzen da finden. Na, da haben wir ja eine Seele bekommen. Eine anscheinend bestimmte. Schwarzkopf, also. Ach, da sind wir da. Sense plus 7, hier lang schauen. Hier noch irgendwas? Nee. Gut. Rein hier. Hier liegt noch was. Prismasteine. Da geht eine Leiter runter. Hier ist eine Truhe. Hurra für etwas Erstaunliches. Ein Mimik. Eine Titanitscholle. Ja gut. Ich finde diese ganzen Gegenstände zum Aufrüsten der Waffen, die bekommt man hier
relativ leicht. Da ist das Ding. Eieieiei. Ah, die können ein bisschen mehr ab schon hier. Jawohl. Feiern. Oh, na jetzt sieht es ja mal richtig mies aus hier. Scheiße. Und hinter mir auch noch einer. Jawohl. Oh nein, ey. Ist das scheiße. Keine gute Situation hier. Jawolli. Ah, verdammt, noch eins. Na gut, dann machen wir jetzt hier erstmal einen kleinen Cut. Ich hoffe, euch hat es gefallen und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Vielen Dank.